Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Und Gitte, unsere Magierin, die steht jetzt hier am Kartentisch in Haven. Wir wollen jetzt mal gucken, was für Aufträge es hier gibt. Mal sehen, was wir alles machen können. Soldaten retten. Ja, so viel Macht haben wir nicht. Kostet 8 Macht und wir sehen, dass wir 0 Macht haben. Oh, ja. Wir armen. Geld beschaffen. Ist immer gut, aber jetzt lass mal gucken, was es so gibt. Sturmküste erkunden. Kostet 4. Der Tyrant von High Ever. Gucken wir doch mal. Ja. Wir lesen es nicht vor, aber ihr könnt es ja auch lesen. Ja. Ja, ich finde das immer blöd mit dem Vorlesen. Na gut, dann werden wir jemand hinschicken müssen. Ich würde sagen, Kallen, ein paar Offiziere, müsste passen. Machen wir uns an die Arbeit? Ja, bitte. Die Sorgen eines Adeligen zerstreuen. Das klingt nach Botschafterin, ja. Was? Der spinnt wohl. Na, was sagt? Was sagt er? Der will die Flüchtlinge vertreiben. Nö. Nee. Nee. Was sagt denn zu sich? Wir wollen die Flüchtlinge eigentlich nicht vertreiben. Ein Ausgestoßener selbst unter seinesgleichen. Na, genau. Wir lehnen ab. Danke. Josie. Auf geht's. Und dann brauchen wir noch was für Liliana. Ah, guck mal. Also, das Schwarze Emporion gleich mal freischalten. Das können wir machen. Da müssen wir ja sowieso keinen von denen hinschicken. Ja, das ist ein DLC, das... Das ist... Pepe sich da reingezogen hat. Da kann man einkaufen gehen. Ja. Das ist ganz gut. Da gibt's spezielle... Aber Geld haben wir jetzt noch keins. Spezielle Sachen zu speziellen... Preisen. Überhöhten Preisen. Nein, wollen wir nicht. Wir haben weder das Geld noch. Noch wissen wir, was wir eigentlich brauchen. Zeit also. Dazu. Okay. Ja. Nehmen wir doch das mal. Gucken wir es mal an. Mama. Rüschen. Oh, Rüschen. Liliana Rüschen. Aha. Es geht also um den dritten Band der Reihe, die Werek geschrieben hat. Oh, können wir ja Liliana machen lassen. Ja, das passt ja. Na gut. Dann wollen wir doch mal sehen. Genau. Genau. Wir werden sehen, hoffe ich. Gut. Gut. Das war's. Sind wir hier erstmal fertig. Hier kann man dann immer die Leute wegschicken, dass sie Sachen Aufträge erledigen. Und man kann Gebiete freischalten. Ja, jetzt gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Jetzt gucken wir uns mal um. Genau, hier mit schon ein paar Leuten und so. Ein Questauftrag. Beweist, dass ihr auf Justinias Befehl hingehandelt habt oder verschwindet. Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt, Marquis. Tag für Tag treffen mehr Gläubige hier ein. Aber gestattet mir, dass ich euch die mutige Frau vorstelle, die ihr Leben riskierte, um der Magie der Bresche Einhalt zu gebieten. Sir Trevelyan, darf ich euch den Marquis de Rullion vorstellen? Einer der größten Unterstützer der göttlichen Justinia. Und der rechtmäßige Besitzer von Haven. Das Haus de Rullion stellte Justinia diese Ländereien als Pilgerstätte zur Verfügung. Für eure Inquisition gilt diese Übereinkunft nicht. Seit wann ist Haven nicht im Besitz der Kirche? Davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Meine Gemahlin, Lady Meshin von Denerim, hat gemäß eines alten Abkommens mit dem Ferelischen Thron ein Anrecht auf Haven. Es war uns eine Ehre, es der göttlichen Justinia zu überlassen. Sie ist, war, eine überaus verdienstvolle Frau. Ich werde keinen emporgekommenen Orden auf ihrem heiligen Boden dulden. Eine Übereinkunft mit dem Ferelischen Thron. Ja, ich würde mal sagen, dass sie, ja. Wenn es gelogen ist, wir sagen es einfach. Ja. Das ist ja interessant. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Inquisition von den Beraterinnen der Göttlichen begründet wurde. Weder Schwester Liliana noch Sucherin Pentagast haben irgendwo schriftlich vermerkt, dass Justinia die Inquisition gebilligt hat.
Wenn er ihrem Wort keinen Glauben schenkt, muss ihn Sucherin Pentagast wohl zum Duell fordern. Was? Das ist unter den Neverrunnern eine Frage der Ehre. Soll ich den Kampf für heute Abend ansetzen? Nein, nein. Vielleicht war meine Reaktion auf die Gegenwart der Inquisition etwas voreilig. Ah. Wir leben in dunklen Zeiten, euer Gnaden. Die göttliche Justinia würde nicht wollen, dass ihr Tod uns spaltet. Sie würde im Gegenteil darauf vertrauen, dass wir neue Bündnisse zum Wohle aller schmieden. Egal, wie seltsam sie uns auch erscheinen. Ich werde darüber nachdenken, Lady Montillier. Bis ich meine Entscheidung gefällt habe, darf die Inquisition bleiben. Komische Maske, ne? Ja, diese Olesianer mit ihren komischen Masken. Haben die Dürellions wirklich ein Anrecht auf diesen Ort? Die Position seiner Gnaden ist nicht so stark, wie er es gerne hätte. Trotz ihrer Kontakte nach Ferelden sind die Dürellions immer noch Olesianer. Falls der Marquis tatsächlich Anspruch auf Haven erhebt, muss Kaiserin Selene in seinem Namen mit Ferelden verhandeln. Allerdings hat sie im Augenblick größere Sorgen als unwichtige Gebietsstreitigkeiten. Gute Arbeit, kann man ja, da nur sagen. Kann man wirklich sagen. Ich bin wirklich froh, dass uns der Marquis nicht vor die Tür setzt. Seiner Gnaden ist nur einer von vielen Würdenträgern, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Dann erwartet ihr in Haven noch mehr Leute? Zweifellos. Und jeder Besucher wird die Geschichte der Inquisition nach seiner Abreise verbreiten. Eine Botschafterin sollte dafür sorgen, dass die Geschichte so schmeichelhaft wie möglich ist. Ah, sie ist wirklich gut. Die Inquisition kann sich glücklich schätzen, in euch eine Fürsprecherin zu haben, Lady Montillier. Danke. Wollen wir es hoffen. Die Politik von Thedas ist neuerdings etwas aufgeregt. Ich hoffe, ich kann uns in ruhigere Gefilde führen. Aber jetzt entschuldigt mich bitte. Ich habe heute noch viel zu tun. Aha. Na gut. In Ordnung. So. Was ist das hier denn? Gibt's was zum Lesen. Die Kinder von Andraste. Also, ich gehe nur kurz durch. Die alte Kinder? Wer lesen möchte, kann's hier anhalten. Was ist sie? Ein Mensch gewesen oder was? Andraste war wohl ein Mensch, ja. Na gut. Okay, ihr könnt es ja auch lesen. Und wir lesen es wahrscheinlich überhaupt nicht, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir uns die ganzen Kodex-Einträge dann vornehmen, oder? Ich glaube nicht so. einige interessante haben wir bestimmt auch gelesen. Ja, es gibt ja ein paar interessante dabei, vielleicht, ja. Hallo, Minev. Ihr seid der Herold. Naja, zumindest die Frau, die alle Herold nennen. Erstaunlich, dass sie eine Magierin als ihre Heldin akzeptieren. Erst sind wir zu gefährlich, um uns aus den Zirkeln zu lassen. Dann sind wir abtrünnige Rebellen. Aber euch scheinen alle zu mögen. Mein Name ist Minev. Ich erforsche Dämonen und andere Kreaturen. Sucherin Pentagast nutzt meine Erkenntnisse, um den Soldaten zu helfen. Ich fürchte, so alle mögen uns nicht so richtig. Naja, okay. Die kennen uns halt noch nicht. Ich habe etwas gefunden, das die Dämonen zurückließen. Habt ihr Verwendung dafür? Ja, das ist ausgesprochen hilfreich. Lasst es einfach hier, damit die Besänftigten und ich einen Blick darauf werfen können. Gut, machen wir. Ja, Forschung abgeben. Das können wir gebrauchen. Ja, gut. Ja. Schattenessenzen entfernt. Gut. Ging's hier noch irgendwo hin? Ich glaub, nee, nicht. Das war wohl alles hier. Gut, gehen wir mal weiter. Nächste Tür. Wer wohnt hier? Keiner. Oh, da drüben ist was. Plündern geht. Da gibt's doch hier eine Menge Kodex-Einträge wahrscheinlich außerdem. Oh. Man muss Prioritäten setzen. Wo geht's hier denn hin? In den Keller oder was? Sieht fast so aus. Da
hinten ist was. Ist hier was? Nein. Aber da hinten ist irgendwas zum Lesen. Die Gründung der Kirche. Mehrere hundert Wahlgänger? Na gut. Schießen. Genau. Plündern. Und plündern. Plan für eine robuste Verteidigerpanzerung. Klingt gut. Ja, man kann ja hier auch Rüstungen schmieden. Pepe wird das auch machen. Ich weiß auch nicht, wir werden es vielleicht einmal onscreen machen und dann eigentlich immer offscreen. Und dann zeigen, was wir machen. Hierarchie der Kirche. Genau. Ja, so werden wir es machen. Wir werden, wir haben den Auftrag, glaube ich, erstmal was zu schmieden. Und das werden wir noch onscreen machen und ansonsten werden wir offscreen schmieden. Weil das dauert dann doch eine Weile, wenn man überlegt und dies und jenes. Ja, und verwirft und, dann und so dann weiter. Dann werden wir zeigen, was wir gemacht haben. Na gut, Hierarchie. Ich glaube, so ist es am besten. Ja, würde ich auch sagen. Langweilt sich keiner und man kriegt doch alles mit. Und man bekommt mit, dass man eine neue Rüstung hat und warum und wieso und ja. Apropos neue Rüstung. Du hast doch eine neue Rüstung. Was ist das eigentlich für eine? Ja, richtig. Da wollte ich ja schon die ganze Zeit mal gucken. Ich sehe ja ganz anders aus. Na, die können wir doch nicht tragen. Ja. Schülerharnisch haben wir dir gegeben. Schülerharnisch? Den hast du plötzlich gegeben. Wo denn her? Nö, das war plötzlich da. Den hast du plötzlich angehabt. Aber sieht am besten aus, so. Ja. Mit 47. Wow. Die Kapuze haben sie dir gelassen. Ja. Und Waffe noch? Ja. Da habe ich noch den Langbogen, kann ich sagen. Na, junger Stab des Feuers ist neu. Ja. Der sieht gar nicht schlecht aus, hä? Können wir mal gucken. Mal vergleichen? Ja, viel besser. Der hat zwar 11% Bonus auf Barriereschaden. Aber der hat 3% kritische Trefferchance. Das ist doch viel besser. Mhm. Okay, wir gucken jetzt erstmal hier weiter. Was ist das hier? Hier ist das ein Gefängnis oder was? Tja, sieht beides so aus. Jo. Was soll's? Schlüssel haben wir nicht. Nö, wir können aber es sieht auch nicht aus, als ob da was drin wäre. Auch keine Gefangenen, noch nicht. Vielleicht kommen da noch welche rein. Wer weiß, ein Vorschlaghammer. Ja, wer weiß, vielleicht braucht man... Kann man den nicht hier benutzen, um zu öffnen? Ich fürchte, nein. Ah. Anzünden. Gut, ist nicht mehr ganz so duster hier. Naja. So, gut, das war's hier. War nicht so interessant. Naja, nicht so richtig interessant. Aber man muss sich alles mal angucken. Dann wissen wir in Zukunft, dass wir hier nicht unbedingt wieder runter müssen. Irgendwo war hier eine Treppe, da ist sie. Macht die Inquisition nicht immer viele Gefangene? War das nicht normalerweise so? Gab's da nicht auch Folterknechte und sowas? Naja, ich weiß nicht, wie diese Inquisition hier so ist. Ich meine, da geht's ja nicht in erster Linie um Heretiker und Hexen. Halt, hier waren wir schon. Sondern, worum geht's? Um eine neue Ordnung? Ja, ach, das nichts. Um den Krieg zu beenden? Ja, hier geht's ja wohl eher darum, rauszufinden, wer den Anschlag beim Konklave verübt hat. Und die Bresche zu schließen erstmal. Die Bresche zu schließen und rauszufinden, wer oder was dahinter überhaupt steckt. Na gut, damit kann ich leben. Ja, ich auch. Der Inquisition. Wie im späten Mittelalter wäre ja nicht so ganz in unserem Sinne, ja? Nee, wohl nicht. Ich schätze mal, wir wären auf den Scheiterhaufen gelandet. Ja, die Gefahr wäre bestimmt groß. Wie denkt ihr, werden sie dieses riesige Loch am Himmel schließen? Ich schätze,
schätze, sie werden sich mit den Templern verbünden. Ich habe schon gesehen, wie sie Magie schwächen können. Was ja, ist leider. Mit den aufständischen Magiern? Aufständische Magier haben diese verdammte Bresche vermutlich geschaffen. Hm. Oh. Ich schätze mal, da gehen die Meinungen auseinander, ha? Ja, allerdings. Wann können wir mit den benötigten Zutaten rechnen? Wenn sie fertig sind. Und jetzt verzieht euch. Wow, ist die unfreundlich. Fren, du bist aber nicht gerade die Freundlichkeit in Person, ne? Alle Zirkelmagier, die zu uns stoßen wollen, müssen mit Cullen oder Cassandra reden. Abtrünnige auch, glaube ich. Oh, ihr seid das. Fren, Quartiermeisterin der Inquisition. Ihr seid das. Ich tue mein Bestes, um den Laden hier mit dem Nötigsten zu versorgen. Falls ihr etwas findet, das auf meiner Bedarfsliste steht, wäre ich euch dankbar, wenn ihr es mir bringt. Was genau meint ihr mit Bedarfsliste? Ich versorge die Inquisition mit allem, was wir haben. Aber wir sind keine richtige Armee. Unsere Vorräte sind knapp. Also habe ich eine Bedarfsliste mit Dingen zusammengestellt, die unseren Leuten helfen könnten. Hier, seht sie euch an. Falls ihr Eisen und einen guten Platz zum Holzfällen findet, könnte Harrod unsere Truppen mit besseren Waffen versorgen. Hm. Was ist der Spezialauftrag? Falls ich Material für einen Spezialauftrag habe, bringe ich das zu euch? Legt es einfach da drüben ab. Einer meiner Jungs holt das Material dann ab oder notiert, was ihr gefunden habt. Na gut. Okay. Lebt wohl. Der Erbauer sei mit euch. Und das ist dieser komische Tisch, wo es abgelegt werden soll. Requirierungen. Ach so, ja. Mhm. Ja. Ja, Inquisitionswaffen braucht einen Holzschlag und 5 Eisen. Na gut. Na Vielen gut. Dank. Sind also auch so Aufträge, ja? Wenn wir drüber stolpern sollten. Mhm. Gut. Das, ach, da hinten gibt's einen Sack für uns, ist nett. Eisen. Da sind schon mal 2 Eisen drin. Schon fast die halbe Miete. Ja, Tränen, du könntest dich nochmal umdrehen und schon wirst du es finden, aber egal. Oh, Liliana. Aha. Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Gesegnet seien die Rechtschaffenen, die Lichter im Schatten. In ihrem Blut ist der Wille des Erbauers niedergeschrieben. Ist es das, was ihr von uns wollt? Blut? Dass wir sterben, um eurem Willen zu genügen? Ist der Tod euer einziger Segen? Ihr sprecht für Andraste, nicht wahr? Was hat die Prophetin des Erbauers zu all dem zu sagen? Was treibt er für ein Spiel? Wir sprechen nicht für Andraste. Nee, weiß Gott nicht. Ich spreche nur für mich und habe keine Antworten für euch. Dann können wir nur raten, was er will. Die Kirche predigt, dass der Erbauer uns verlassen hat. Dass er Buße für unsere Sünden verlangt. Er fordert alles. Unser Leben, unseren Tod. Justinia gab ihm alles, was sie hatte. Doch er ließ sie sterben. Tja. Tja, würde ich auch sagen. Vielleicht solltet ihr euren Zorn auf ihre Mörder richten. Wenn der Erbauer nichts unternimmt, um seine besten Diener zu retten, wozu ist er dann gut? Ich dachte immer, ich wäre auserwählt, so wie viele es von euch sagen. Ich dachte, ich würde meiner Bestimmung folgen, indem ich der Göttlichen diente, um den Leuten zu helfen. Aber jetzt ist sie tot. Es war alles umsonst. Dem Erbauer zu dienen, hat nichts bedeutet. Naja, Liliana war ja in Origin schon tief religiös. Mhm. Da hat sich wohl nichts geändert. Vielleicht habt ihr eine andere Bestimmung. Ich könnte euch helfen, sie zu finden. Nein, das ist meine Bürde. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass ihr mich so seht. Ein kurzer Moment der Schwäche. Das wird nicht wieder vorkommen. Kommt. Gehen wir an die Arbeit. Wir reden später weiter. Das ist ganz schön hart zu sich selbst, ne? Ja. Na gut. Da kommt einer angerannt. Es ist also wahr. Butler hat... Ein Verdacht wäre falsch. Kanntet ihr ihn gut? Ein bisschen näher ran. Nicht so gut, wie ich dachte. Zeigt mir die Berichte. Farias Tod hat so viele Fragen aufgeworfen. Dachte er etwa, wir würden es nicht bemerken? Er hat Faria ermordet. Einen meiner besten Spione. Und er weiß, wo die anderen sind. Ihr wisst, was zu tun ist. Erledigt es sauber. Schmerzlos, wenn ihr könnt. Wir waren einst Freunde. Boah. Lass ihn umbringen? Ich würde sagen... Wartet! Was habt ihr vor? Er hat uns verraten. Er hat meinen Spion ermordet. Und ihr würdet ihn töten? Einfach so?
Habt ihr an meiner Entscheidung etwas auszusetzen? Ja. Ja. Wir können unsere Probleme nicht durch Morde lösen. Und was würdet ihr vorschlagen? Sollen wir ihn damit davonkommen lassen? Butlers Verrat bringt unsere Spione in Gefahr. Ich verurteile einen Mann, um Dutzende zu retten. Naja, muss sie nicht. Was ich tue, mag mir vielleicht nicht gefallen, aber es muss getan werden. In Zeiten wie diesen kann ich mir den Luxus von Idealen nicht leisten. Aus dem Verkehr ziehen muss bei Ihnen natürlich. Aber Mord mit Mord ist nicht gut. Es gibt Blutrache und es hört nie auf. Von der Meisterspionin der Inquisition hätte ich mehr erwartet. Das habt ihr deutlich zum Ausdruck gebracht. Puh, jetzt ist sie aber sauer. Nehmt Butler fest, aber sorgt dafür, dass er am Leben bleibt. Ich meine, irgendwie kann man es auch verstehen. Nun denn, ich hoffe, ihr seid glücklich. Klar. Auf mich wartet noch Arbeit. Tja, man tut uns leid, aber... Tja, ist die einfachere diese Lösung. Diese Art von Inquisition möchte ich auch nicht. Gut, okay. Ja, dann machen wir jetzt erstmal Schluss hier. Oh, ist schon wieder. In der nächsten Folge machen wir dann weiter und sprechen mit Leuten. Ja. Ja. Geht erstmal nicht anders. Müssen wir auf jeden Fall machen. Das ist sehr wichtig. Okay, erstmal alles abklappern. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.